Liebe Gäste des Goldenen Blogger, ich bin hier mit ein paar Kollegen im Silicon Valley unterwegs und kann deshalb heute Abend leider nicht in Berlin dabei sein. Schade, denn über die Auszeichnung freue ich mich sehr und danke der Jury dafür. Warum? Weil es Gräben zuschüttet zwischen Verlagen und Blogs, so als sei das was ganz Unterschiedliches, und das ist ja Unsinn. Als Goethe und Schiller ihre Zeitschriftenprojekte realisiert haben, waren das One-Man-Shows. In gewisser Weise waren also Goethe und Schiller die Blogger des 19. Jahrhunderts. Und viele digitale Verlage heute haben vor ein paar Jahren als Blogs angefangen. Zum Beispiel Politico oder Business Insider, die heute mehr als 250 Journalisten beschäftigen. Einige Blogs können also die Verlage der Zukunft sein. Ich finde, es kommt nicht darauf an, in welcher Technik man etwas zu seinen Lesern oder Usern bringt, sondern es kommt darauf an, ob man etwas zu sagen hat. Ob man es in einer Sprache formuliert, die die Menschen bewegt. Ob man eine Haltung hat, die möglicherweise sogar polarisiert. Das hat guten Journalismus immer ausgezeichnet. Darauf kommt es an, in analogen und digitalen Publikationsformen. Das ist die Botschaft dieses Preises. Ich freue mich darüber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Feiern Sie schön.